Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Horizon Forbidden West mit mir, dem Jan. Jetzt werde ich wieder da hochlaufen und diese Mission da hinten diesmal starten. Wir haben uns nicht besonders in der Hoffnung, dass das die letzte ist. Des Weiteren versuche ich nachher die Mission vor keine Ahnung wie viel Folgen, wo das irgendwie alles nicht funktioniert hat, abzuschließen. Ob das jetzt funktioniert. Wenn nicht, mache ich halt mit der Hauptstory weiter. Hallo nochmal. Reinklang. So. Gewinn, Fremde. Mögest du durch volle Felder wandern. Da hoch. Wo geht's denn hier rein? So, hier. Das hat keiner von uns. Wir wissen nur, ja, bei all dem Tod bedeuten Worte da noch etwas? Stand auf dem Osten hat bei Steinhall ein Lager aus dem Klang. Wer auf dem Wald verrotten lassen? Was ist hier los? Klingt nach einem Problem. Wir sprechen von etwas Wichtigem, Fremde. Ja, bitte. Später. Genau deshalb mag ich oft lieber Pflanzen als Menschen. Sie sind weniger anstrengend. Ich entschuldige mich. Sie war mal freundlicher, doch Trauer nimmt vielen ihre Herzlichkeit. Trauer? So und du brachten uns die Landgötter zurück. Doch die Probleme aus unserer Zeit der Not bleiben. Als die Ernte ausblieb, schickten wir Jäger ins Altholz, den Wald im Norden, um Fleisch zu holen. Eine Maschine massakrierte die letzte Gruppe von Jägern. Ein Krallenschreiter. Und glaubt man dem einzigen Überlebenden, war er tödlicher als alle zuvor. Ich hab dich da oben gesehen, als ich vor dem Chor gesprochen habe. Ja. Verzeih mir, dass ich dir nicht besser helfen konnte. Und vor allem so. Viele Utaro denken, dass wir über der Politik stehen, aber das ist falsch. Ich bin oft nicht einig mit Fane, doch ich muss häufig mit ihm zusammenarbeiten. Also wolltest du ihn nicht verärgern? Jedenfalls nicht so öffentlich, nein. Nachdem du seine Verbündete Kel entlarvt hast, wird aber die Kraft seiner Stimme wohl etwas nachlassen. Und deine wird vielleicht lauter? Wir werden sehen. Erzähl mir alles, was du über die Maschine weißt, die Jäger angriff. Sie wurden am Rand des Altholzes angefallen und einer, Ven, überlebte und schaffte es zurück nach Reinklang. Wenn du ihn befragen willst, unsere Heiler pflegen ihn gesund. Die anderen vier Jäger hatten nicht so viel Glück. Es muss eine mächtige Bestie sein. Kannst du sie vernichten? Ich habe viele starke Gegner besiegt. Gut, wenn sie sich aus dem Wald wagt, ist niemand mehr sicher. Eine Sache noch. Jeder Utaro trägt eine kleine Samentasche, von der Geburt an bis zum Tod. So gedenken wir unseren Angehörigen und ehren ihr Vermächtnis. Es würde den Familien der Jäger viel bedeuten, wenn du sie zurückholst. Ich tue, was ich kann. Ich vertraue dir. Sei vorsichtig im Wald. Bevor ich ins Altholz gehe, sollte ich zu... Erstmal... Überlebenden. Vielleicht weiß er was über den Krallenschreiter. Dann selbst. Wo sind denn die Heiler hier? Da unten. Da ist der Überlebende der Jagdgesellschaft. Ven? Ich bin wegen der Maschine hier, im Altholz. Du bist hinter dem Monster her? Ich versuche es. Kann ich dir ein paar Fragen zu ihm stellen? Ich sag dir, was ich weiß. Was ist passiert? Erzähl mir alles. Wir waren zu fünft. Auf der Jagd nach Wildschweinen für den Stamm. Genau wie schon einige Dutzend Male zuvor. Maschinen kamen uns in die Quere, wie immer, wenn wir im Altholz sind. Und wie immer haben wir sie beseitigt. Doch diesmal, als wir fertig waren,
hörten wir ein Brüllen. Hey, ruhig. Von den Bäumen kam ein Blitz aus Klauen und Schweif. Er schlug direkt durch Cole und Ree und Zan und griff mich an, traf meine Schulter. Da war Blut. Dann traf sie ein Pfeil in den Hals. Mein Freund Lau hat sie abgelenkt. Er rief und schrie, dann griff sie ihn an. Er verschwand in den Bäumen und sie verfolgte ihn. Zuletzt hörte ich ihn schreien, dass ich rennen soll. Also tat ich das. Ich war schon fast in Reinklang, als ich merkte, was ich getan habe. Ich ließ Lau sterben. Kannst du mir irgendetwas über die Maschine sagen, das mir helfen kann? Sie sah wie ein Krallenschreiter aus, aber sie war stärker. Viel stärker. Sonst noch was? Der Panzer war dunkler und leuchtete seltsam lila. Danke. Ich glaube, ich weiß, was das ist. Ich muss jetzt weiter. Dagegen willst du nicht kämpfen? Glaub mir. Ich weiß, was ich tue. Wenn das stimmt, dann reiß sie bitte in Stücke. Lau ist tot. Mein bester Freund. Lauft schneller, Kinder. Kommt schon. Okay. Was haben Sie da gefunden? Also dahin. Hin. Könnte hinfliegen, aber ich glaube, ich laufe mal wieder. Nimm hier ein bisschen Holz mit. Hier ist ein Feuer, was ich noch nicht entdeckt habe. Das muss das Altholz sein. Shale sagte, dass die Jäger hier angegriffen wurden. Der beste Ort, um nach den Samentaschen der Jäger zu suchen. Den Grünglanz hebe ich mir für was Besonderes auf. Da sind Maschinen. Auf der Lichtung ist ein toter Utaru. Das muss einer der Jäger sein. Ich muss die Maschinen erledigen, bevor ich die Samentasche holen kann. Markieren, markieren. Nur nichts Verdächtiges machen. Nur die drei. Jetzt noch die zwei nur noch hier. Okay. Ich muss die Samentasche des Jägers einsammeln. Hab die Tasche, aber wo sind die anderen Jäger? Und der Krallenschreiter, der sie angegriffen hat? Ich sollte mit dem Fokus nach Spuren suchen. Da. Krallenschreiterspuren. Sie sind wohl den anderen Jägern tief in den Wald gefolgt. Okay.
Krallenjäger. Der Krallenscheiter hat sie wohl gefunden. Okay, hab die Samentasche. Ich folge besser weiter den Krallenscheiterspuren. Hey, wo geht's das denn jetzt wieder hin zurück? Der dritte Jäger. Ich sollte mir die Samentasche holen. Der Krallenscheiter hat ihn erledigt. Zumindest habe ich jetzt seine Samentasche. Ich muss diese Maschine aufhalten. Ich sollte nach Spuren scannen. Gut, drei Jäger. Sollte noch einer da sein. Den hat wohl der Krallenscheiter verfolgt. Darüber. Hier sind irgendwelche Überreste. Klebrig. Wie Baumharz. Könnte von einer Waffe sein. Laut dem Überlebenden hat sein Freund Lau die Maschine abgelenkt, damit er entkommen konnte. Vielleicht war das ja hier. Ja, wer weiß. Sieht aus, als sei der Krallenschreiter den Felsen hoch. Eine Verfolgungsjagd mit Lau. Der Fels ist mit Furchen übersät. Die Maschine hat sich wohl festgekrallt. Mehr Überreste. Hier war ich doch schon. Hier ist wohl eine Kralle stecken geblieben. Hat sie aufgehalten. Und der Jäger rannte weiter. Hier hoch also. Hier enden die Krallenschreiterspuren. Vom letzten Jäger ebenfalls nicht zu sehen. Aber ich wette, ich weiß, warum diese Maschinen vor dem Spalt in der Klippe stehen. Ich sollte sie zuerst erledigen. Die Maschine ist widerstandsfähig gegen Feuer. Eis, heiß. Ja. Die Maschinen interessierten sich für den Riss im Felsen. Sollte ich mir ansehen. Wie es scheint, war Lao recht einfallsreich. Was für ein Riss? Hat den Riss. Sie sind weg? Eine Rettung war nicht zu erwarten. Danke, Fremde. Ich suche den Krallenschreiter. Wo ist er hin? Du jagst ihn?
Hab schon größere bekämpft. Wer bist du? Bleib hier. Ich werde versuchen, seine Spur zu finden. Ich sag Bescheid, wenn... Lass mich das übernehmen. Ich kann ihn für dich aufhalten. Bleib zurück und warte, bis ich schieße. Pass auf die Krallen auf. Dieser Jägerkiller ist stärker als eine normale Maschine. Ich den mit einem Schlag gekillt. Ach, die Maschine ist zäh. Säure bringt hier nichts. Da läuft ja einen ganz anderen Weg. Natürlich. Läuft er jetzt da vorbei. Los! Ich gebe die Deckung. Das war's. Ja, geschafft! Du bist Lao, oder? Ben denkt, er hat dich sterben lassen. Er hat's geschafft. Ich war besorgt um ihn. Du hast ihn gerettet, indem du den Krallenschreiter weggelockt hast. Und er mich, indem er dich geschickt hat. Also sind wir quitt. Ich freue mich auf sein Gesicht, wenn er erfährt, dass ich noch lebe. Geh ruhig zurück. Und danke für die Hilfe. Das Verlangsamen hat geholfen. Hier bitte, nimm das. Ich kann für mich noch eine herstellen. Aber hoffentlich nicht nach dem hier. Vorerst nicht. Noch ein Jäger kann nach Hause. Jetzt muss ich nur noch Shael die Samentaschen zurückbringen. Ja. Mal eben rüberfliegen. Aloy.
sich bei so einem Sprung nicht verletzt? Der Boden erfüllt unter deinen Schritten. Da steht ja ein Langhals. Da ist Jael. Ich sollte ihr die Samentaschen geben, die ich aus... Aloy, Lao ist dank dir wieder zurück bei uns. Hier, die Samentaschen. Ich sorge dafür, dass ihre Familien sie zur Pflanzung bekommen und zur Erinnerung. Lao und Wen würden dir bestimmt gern selbst danken. Du findest sie im Hain. Es war mir eine Ehre, Aloy. Möge das Land gut zu dir sein. Okay, also habe ich das abgeschlossen. Wo ist das Feuer? So ist es leicht. Mal sehen, ob es jetzt funktioniert. Wahrscheinlich nicht. Diesen Kampf vergessen wir nicht. Gut gemacht, Aloy. Okay, Kleiner. Jetzt ist alles gut. Was ist passiert? Ich wollte nur auf die Jagd gehen und hab mich verirrt. Und dann jagten mich Maschinen und... Psst. Du bist sicher. Gib mir einen kurzen Moment und dann bringe ich dich zurück nach Brennspeer. Danke, Kommandantin. Rührensoldat. Ohne dich hätten mich diese Maschinen fertig gemacht. Dem Kind geht's gut. Das allein zählt. Ja. Seine Eltern werden froh sein, ihn wieder zu haben. Sein Trupp auch. Es ist schöner, Leben zu retten, als sie zu beenden. Die Wüste tötet, das stimmt. Doch hier und da wächst auch etwas daraus. Ich merke mir, was du gesagt hast. Ich bin nur froh, dass ich helfen konnte. Was das angeht, nimm dies. Du verdienst es. Du hast das Kind gefunden. Also, du und Kani. Welch ein Team. Mach's gut, Yara. Du genauso. Gut, abgeschlossen. Sonst gibt's jetzt hier nichts, ne? Dann kann ich ja in der nächsten Folge die Hauptmission weitermachen. Mein Arm tut weh. Wir kümmern uns um dich. Versprochen. Dann würde ich jetzt sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Mir hat mal jemand gesagt... In der Einsamkeit liegt die Kraft. Die Kraft, sich zur Wehr zu setzen. Einem Zweck zu dienen, der größer ist als man selbst. Und zum Wohle aller. Diese Worte trage ich bei mir auf der Jagd. Wohin es mich auch verschlägt. Und jetzt nehme ich sie mit in den verbotenen Westen.